Hallo und herzlich willkommen. Bekanntlich ist Deutschland das Lieblingsziel von sogenannten Flüchtlingen aus der ganzen Welt. Und das Ergebnis ist Ende 2023 sichtbarer denn je. Migrantengewalt, offen gelebter Antisemitismus auf unseren Straßen und islamistische Gruppen, die ein Kalifat für Deutschland fordern. Heute begrüße ich den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, Stefan Keuter, um diese Themen genauer zu beleuchten. Hallo, Herr Keuter, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung, Frau Seidler. Ja, der Bundeskanzler Scholz forderte jüngst eine Abschiebeoffensive. Jetzt hatten wir am Wochenende den SPD-Bundesparteitag. Dort wiederum wurde jetzt gefordert, dass Familiennachzug für Migranten und für Flüchtlinge noch leichter in Zukunft durchzuführen sein soll. Wie passt das zusammen und wie glaubwürdig stufen Sie die Aussage von Olaf Scholz ein? Ja, ich muss erst mal schmunzeln bzw. lachen, wenn ich höre, der Bundeskanzler fordert. Wer, wenn nicht der Bundeskanzler, kann Entscheidungen treffen und umsetzen? Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie nicht fordert, sondern dass sie macht. Wenn hier eine Abschiebeoffensive gefordert wird, sollen sie nicht fordern. Dann sollen sie unmittelbar ausreisepflichtig, wovon wir ja nun 100.000 im Land haben, in die Flieger setzen und abschieben, beziehungsweise daran arbeiten, dass Passersatzpapiere oder Pässe besorgt werden und diese Personen dann auch aus Deutschland verbracht werden. Ja, und was vom Parteitag der SPD zu halten ist, ja, das ist das letzte Aufbäumen vor dem Untergang. Die SPD schießt sich gerade in die Bedeutungslosigkeit. Und wenn hier solche Forderungen aufgestellt werden, die ihr SPD-Klientel bedienen, dann sieht man, wer inzwischen die SPD wählt. Und damit ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Deutschland steckt mitten in der Migrationskrise. Das ist sichtbarer denn je. Hamas-Anhänger auf unseren Straßen, die demonstrieren. Antisemitismus wird offen ausgelebt. Und brutale Gewaltverbrechen gegenüber Deutschen von Einwanderern sind wirklich zum Alltag geworden. Die AfD hat von Anfang an seit ihrem Bestehen immer genau vor diesen Folgen und vor den Bildern, die wir heute haben, gewarnt. Aber es ist nie etwas passiert. Was lösen denn diese täglichen Bilder und diese Nachrichten über Gewaltverbrechen von Migranten in Ihnen aus? Ja, man muss erstmal festhalten, dass wir sagen, wir haben Recht gehabt. Wir haben immer Recht gehabt. Normalerweise müsste man sich jetzt schmunzeln mit einer Tüte Popcorn zurücklehnen, wenn es nicht so dramatisch wäre. Ja, wir haben Recht gehabt. Wir haben genau diese Missstände vorhergesagt. Wenn ich gerade sehe, dass Tausende von Migranten pro Palästina und gegen Israel, gerade mit unserer deutschen Geschichte, auf die Straßen gehen, dann ist das eine Vollkatastrophe. Dieser Situation wird unsere deutsche Polizei, so wie ich das beurteile, nicht mehr her. Und das geht natürlich gar nicht. Wenn Ausländer in Deutschland die Machtfrage stellen und sie die Frage an den Staat stellen, dann hat der Staat zu antworten. Und zwar eindeutig und stark. Und wenn Sie mich fragen, wer an einer verbotenen Demonstration gegen Israel in Deutschland teilnimmt, der darf gar nicht mehr nach Hause kommen, wenn die Demo verboten ist. Der wird auf der Straße eingesackt, in den Abschiebeflieger gesetzt und hat dieses Land zu verlassen. Für solche Menschen haben wir keine Verwendung in Deutschland. Die haben ihr Recht, in Deutschland zu leben, meiner Meinung nach verwirkt. Kommen wir zur Außenpolitik. Kürzlich wurde ein Gesetzentwurf der Bundesregierung verabschiedet, wonach jetzt Georgien und die Republik Moldau als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden. Wie bewerten Sie diesen Vorgang und was sind die Folgen für Deutschland? Ja, ich finde es erstmal gut, dass Staaten, die ja nun auch Urlaubsländer für Deutsche sind, als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden. Da gehören meiner Meinung nach noch viel mehr dazu. Die nordafrikanischen Staaten von Ägypten bis Tunesien, Marokko, aber auch die Türkei gehören meiner Meinung nach dazu. Und wer hier in Deutschland straffällig wird, wer sein Recht verwirkt hat, sich hier aufzuhalten, der hat in diese Herkunftsländer zurückzukehren. Aber wir sehen, dass überhaupt gar kein echtes politisches Interesse vorhanden ist, diese Menschen wieder loszuwerden. Es werden hier Beschlüsse gefasst. Nur die Frage ist, wenn ich einen Staat zum sicheren Herkunftsstaat erklärt habe, führe ich dann automatisch Menschen dorthin zurück? Nein, da mangelt es meiner Meinung nach häufig am politischen Willen. Es geht nicht nur darum, Gesetze zu machen und Beschlüsse zu fassen, sondern diese auch umzusetzen. Und an der Umsetzung hakt es meiner Meinung nach. Da bleiben wir bei der Außenpolitik. Die Außenministerin Baerbock ist ja scharf in der Kritik, eigentlich seit Amtsbeginn. Sie selbst hält aber fest an ihrer sogenannten wertegeleiteten und feministischen Außenpolitik. Wie bewerten Sie die Arbeit von Frau Baerbock als Außenministerin? Ja, das kann man in einem Satz zusammenfassen. Eine Vollkatastrophe. Ja, sie ist tatsächlich hingegangen oder anders gesagt. Deutschland hat sich immer gut aufgehoben gefühlt bei einer interessengeleiteten Außenpolitik. Das heißt, ich setze mich
für die deutschen Interessen ein und versuche, meine Außenpolitik daran zu orientieren. Baerbock ist jetzt hingegangen und hat gesagt, wir müssen weg von einer interessensgeleiteten Wertepolitik, von einer interessengeleiteten Außenpolitik hin zu einer wertegeleiteten Außenpolitik. Und hat das mit ihrem Schlachtbegriff, womit sie auch Wahlkampf gemacht hat, feministische Politik und jetzt auch feministische Außenpolitik verbunden. Das war ganz lustig. Zu Anfang der Legislaturperiode konnten sie Vertreter der Altparteien fragen, was ist eigentlich feministische Außenpolitik? Es gab ehrlich gesagt keine Definition. Und dann kam, für mich ist das, ich stelle mir darunter vor. Und sie konnten die Leute darauf festnageln, dass es überhaupt gar keine Definition gibt. Nach etwa anderthalb Jahren Regierung, Ampelregierung, kam dann ein Positionspapier raus, was eher dem grünen Parteiprogramm entsprach, was angeblich alles wertegeleitete Außenpolitik ist, feministische Außenpolitik, und klare Definitionen stehen da immer noch nicht drin. Das sind sehr viele schwammige Regelungen und daran darf man natürlich die Außenpolitik eines Staates nicht ausrichten. Aber Sie fragten gerade eben nach Annalena Baerbock. Ich finde es eine Katastrophe, dass eine Politikerin Deutschland im Ausland vertritt, die nicht mal in der Lage ist, fehlerfreies Englisch zu sprechen. Sie ist meiner Meinung nach eine Dampfplauderin, die ja nun nonchalant Russland den Krieg erklärt hatte, we are in war with Russia. Diese Aussage, die ja dann schockartig um die Welt gegangen ist. Und auch sonst, ich habe sie gerade am Wochenende wieder bei der COP28 erlebt, auf einem Empfang der deutschen Industrie, wo sie dann in fließendem Denglisch, also Deutsch-Englisch gemischt, meinte, da reden zu können. Das ist eine Vollkatastrophe und mir persönlich ist es peinlich, dass so eine Person Deutschland im Ausland vertritt. Ja, Annalena Baerbock ist Teil der Ampelregierung. Die hat immer weniger Zuspruch innerhalb der Bevölkerung. Jetzt kam vor zwei Tagen eine INSA-Umfrage rein. Demnach kommt die Ampelregierung nur noch auf 34% Zustimmung in der Bevölkerung. Ja, jetzt das ganze Drama um den Bundeshaushalt. Wir haben de facto keinen für nächstes Jahr. Was ist Ihr Ausblick? Wird es Neuwahlen geben oder kann sich die Ampel noch lange im Amt halten? Ich bin sicher, dass es keine Neuwahlen geben wird, weil die Ampel macht zwar eine dumme Politik, aber so ganz dumm sind die Politiker dort nicht. Und die wissen, wenn sie die Regierung jetzt platzen lassen, wird es keine vernünftige Alternative geben. Es kommt zu Neuwahlen und dann gehen viele Positionen, Macht, Einfluss, Geld, Geld auch für Mitarbeiter und letztendlich der ganze Apparat der Altparteien hier verloren. Wer der Gewinner wäre, ist klar, es ist eindeutig die AfD. Die AfD mit einem Ergebnis deutlich über 20%. Ich bin aber auch nicht ganz böse darum, dass es jetzt keine Neuwahlen gibt. Jeder bekommt das, was er gewählt hat. Und die Bevölkerung in Deutschland hat mehrheitlich die Ampel gewählt. Dann sollen sie die Suppe bitte auch auslöffeln und gucken, was die Folgen der jetzigen Ampelpolitik sind. Und die Fehler erkennen und dann hoffentlich zur nächsten Wahl AfD wählen, in der Hoffnung, dass wir alles anders machen. Und ich verspreche, wir werden es anders machen. Wir werden den Klimaunsinn beenden. Wir werden die Heizgesetze wieder kassieren. Wir werden dieses Land sicherer machen. Wir werden Migranten, die sich hier nicht aufhalten dürfen, zurückführen. Wir werden unsere Grenzen schützen und wir werden einfach dafür sorgen, dass geltendes Recht auch eingehalten wird. Jetzt weiß ich, dass Sie vergangene Woche auch im Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen bei sich waren. Haben Sie da mit Bürgern gesprochen? Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Was können Sie uns berichten? Ja, regelmäßig. Es wird natürlich viel diskutiert. Es kommen viele Bürger mit Anliegen an uns, aber ich nutze das natürlich auch, um das Ohr so an der Basis beim Volk zu haben. Wie denkt der Bürger? Welche Wünsche hat er? Und versuche auch für mich Informationen zu ziehen. Und man hat ja den Medien entnommen, es kommt die neue Wagenknecht-Partei und die Medien frohlocken eine Partei, die die AfD halbieren kann. Ich sag mal, das ist einfach Bullshit. Ich gehe davon aus, dass der Bürger, der AfD-Wähler, mündig genug ist und intelligent genug ist, zu begreifen, dass es sich um eine marxistisch-leninistische Partei handelt von der Frau Wagenknecht. Sie ist eine alte Marxistin. Und beziehungsweise auch Stalinistin, also ganz klare, harte kommunistische Position, die sie durchsetzt. Und ich habe mit Bürgern gesprochen, würdest du eventuell die Wagenknecht-Partei wählen? Haben gesagt, nein, ich bin freiheitlicher Wähler. Und für mich würde eine solche linke Partei überhaupt gar nicht in Frage kommen. Und die einfachste Antwort, die ich bekommen hatte, war, ach, die Wagenknecht-Partei will doch eventuell mit der SPD koalieren. Ich will keine linke Politik, die kann ich nicht wählen. Also von daher ist, glaube ich, der Wunschvater des Gedankens, dass hier die Wagenknecht-Partei uns halbieren könnte, das ist natürlich nicht so. Wir haben hier, denke ich, keine allzu großen Schnittmengen. Ja, Sie fragen, wie geht das hier weiter in Deutschland? Es wird keine Neuwahlen geben. Wir haben aber in den östlichen Bundesländern, drei Bundesländer, nächstes Jahr Landtagswahlen.
Und ich denke, dass wir hier als stärkste, mit Abstand stärkste Partei daraus hervorgehen. Und da bin ich mal gespannt, wie man mit uns umgehen möchte. Das, was mich allerdings gerade ein bisschen schockiert, ist, wie der Verfassungsschutz missbraucht und instrumentalisiert wird und mehr zum etablierten Schutz wird und sich überhaupt gar nicht mehr um die wirklichen Bedrohungen in diesem Land kümmert. So pünktlich vor den Landtagswahlen im Jahr davor gibt plötzlich der Verfassungsschutz in Sachsen bekannt, dass die AfD nun erwiesen rechtsextrem wäre. Das ist natürlich Unfug. Ich kenne die Parteifreunde dort unten. Das sind welche, die sich an Recht und Gesetz halten. Sie sind keine Gefahr für das Bundesland, für Deutschland. Und sie sind die, die Recht und Ordnung in Deutschland wiederherstellen werden, wenn sie in Regierungsverantwortung kommen. Und ich denke, die Chancen sind gar nicht so schlecht. Und eventuell, wenn einige kleinere Parteien nicht mehr in die Landesparlamente kommen und der Bürger uns seine Unterstützung gibt, wird es gegebenenfalls in einem der Bundesländer dort für eine absolute Mehrheit reichen, beziehungsweise für eine Alleinregierung der AfD. Und dann sind wir natürlich in der Lage, einiges zu bewirken. Ein spannender Ausblick. Vielen Dank, Herr Keuter, für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.